Ja, hallo, yes. Das ist ja schon mal ja. Der das Sportgame überlebt hat, was aber anstrengend. Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Wenn ihr mehr über noch crazyere Videos wissen wollt, guckt gerne auf meinem Privatkanal vorbei. Ansonsten hier auf dem Liebeschip-Kanal gibt es heute die große 22% Aktion Coach Holiday 20. Nur noch bis heute Abend, 24 Uhr, holt euch eure Lieblingskurse vergünstigt und ja, wir kommen mal zu einer richtig coolen Mail und ich habe die, glaube ich, wird die wahrscheinlich nennen, führt der Weg durch Beziehungen kriechend durch den Dreck oder fliege ich mit der Luftwaffe drüber hinweg? Aber wie kommen wir zu dieser Frage? Also auch wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du bei einem Formular auf liebeschip.de machen. Und diese Frage kommt von Radnatschkla und lautet wie folgt. Hallo Christian, vielen Dank für deine detaillierte und punktgenaue Arbeit und dass du mir und anderen einen so unmittelbaren Weg zu mehr Selbstliebe und einer glücklichen Selbstbeziehung zeigst. Ja, das ist auf jeden Fall meine Mission, also dass ihr einen direkten Weg findet, ohne große Umwege durch Drama, Rama, tiefste Tiefen, weiß ich nicht, jahrhundertelang irgendwelche Tiefenanalysen zu machen, sondern ja, wirklich einen schnellen Weg zu finden. Ne? Meine Frage bezieht sich überhaupt nicht auf eine Liebesbeziehung, auch wenn es ein toxischer Partner war, durch dessen Verhalten ich schließlich deine Kurse gebucht habe und seither in Babyschritten an mir arbeite. Ich habe eine Vita mit Grenzüberschreitung seit frühester Kindheit und Parentifizierung. Also Parentifizierung ist, wenn du als Kind quasi Elternteil sein musstest und die Eltern sich wie Kinder benommen haben. Eine richtige Traumatherapie habe ich mangels Platz nie gemacht, dafür aber zwei rückblickend für mich nutzlose Gesprächstherapien. Durch deine Videos weiß ich inzwischen, dass mir das Universum durch mein Umfeld spiegelt, welche Aufgaben, Arbeit ich noch an mir selbst tun darf. Allein diese Erkenntnis, die ist manchmal bitter, aber die ist so fucking Gold wert, ey. Das ist wirklich, ja. Auch weiß ich, dass du der Meinung bist, wenn etwas nicht Spaß macht, liegt es letztlich nicht auf dem Weg desjenigen. Richtig? Hast offensichtlich meinen Kurs Reisgeist Leben und Spiritualität gemacht. Kann ich auch wirklich sehr empfehlen für euch, weil es einfach nochmal eine andere Perspektive liefert. Und wenn du neu bist, falls du neu landest, fang einfach bei Modul 1 an. Umprogrammierungs-Liebeschips. Wunderbar. Ich bin seit Februar in einem neuen Job als Teamassistentin. Meine Probezeit endet bald und ich habe Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag im öffentlichen Dienst, quasi unkündbar auf Lebenszeit. Ja, also ich meine, letztlich musst du das natürlich wissen. Ich wollte nur gleich hier sagen, aber da kommst du ja auch gleich noch drauf. Das sind alles alte Konzepte, ne? Dieses unkündbar und unbefristet. Ja, aber das ist nicht mehr, das war mal, das ist nicht mehr. Ne? Heute ist wirklich immer wieder neu, sein Leben neu erschaffen, neu kreieren. Und es gibt diese Stabilität auch nicht mehr. Das sieht man ja auch jetzt wieder bei Corona. Es gibt einfach auch die Sachen, die einem völlig selbstverständlich waren bisher. Die gibt es auf einmal nicht mehr. Und das ist in allen Bereichen. Du kannst denken, das ist der sicherste Job deines Lebens. Was vielleicht, weil du angesagt hast, ein Club der Stadt gearbeitet hast. Und dann kommt Corona und ist alles vorbei irgendwie. Ne? Also es ist nichts mehr wirklich sicher. Aber es ist auch nichts mehr sicher im Positiven. Also du kannst ständig dein Leben umdrehen, ständig neue Sachen machen und willst dann vielleicht gar nicht in so einem goldenen Käfig sein. So, ne? Meine Probezeit endet bald und ich habe und das mitten in der Corona-Krise. Von Anfang an hat dort ein langjähriger Mitarbeiter, Familienvater, sowas von nicht interessant für mich, deutlich älter vermute ich mal, meine Nähe gesucht und mich regelrecht bedrängt. 3 Wochen nach meinem Jobstart wurde ich von ihm eindeutig belästigt und völlig grenzüberschreitend aufgefordert, ihn nach Hause zu fahren. Die seltsamen Kommentare und herablassenden Blicke reißen nicht ab. Ja, also aus meiner Sicht ist es jetzt, also man kann diesen Themen nicht aus dem Weg
gehen. Also die liegen jetzt sozusagen in deinem System und wollen angeguckt werden. Und ja, du hast eine grenzüberschreitende Kindheit und jetzt kriegst du das Thema im Job, aber jetzt stehst du ganz anders da. Heute bist du eine erwachsene Frau, selbstbewusst, hast Dinge gelernt, hast Kurse gemacht und kannst jetzt für dich einstehen. Und es ist natürlich, wie immer, was wir alle kriegen, wieder ein Test. Wo stehst du jetzt? Und wenn du diesen Test quasi, Anführungsstrichen, nicht bestehst, ist auch nicht schlimm, dann machst du das nächstes Mal, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ansteht, eben zu sagen, ganz egal, wo das jetzt ist, ich werde das nicht mehr akzeptieren. Ich werde es nicht mehr akzeptieren, dass meine Grenzen überschritten werden. So, fertig. Ja, und welche Form muss man dann immer überlegen, aber es spielt keine Rolle, ob das auf der Arbeit ist, in einer Beziehung ist. Es spielt auch keine Rolle, ob eine Frau die Grenzen eines Mannes überschreitet oder ein Mann die Grenzen einer Frau, wie hier. Brauchst das nicht mehr. Ne? Und dann in so einem System zu bleiben oder es auszuhalten, das meiner Ansicht nach Mangeldenken, weil man Angst davon hat, es kommt nichts Vergleichbares oder Besseres, in dem Fall jetzt hier nicht Partner, sondern Job, aber meiner Ansicht nach, aber das muss jeder für sich entscheiden, ist das Mangeldenken und natürlich wird das was Besseres wahrscheinlich kommen. So. Oder du sagst halt, ja, ich kämpfe mich jetzt hier durch, aber das wird wahrscheinlich ein langer Kampf sein und muss sich ja ständig abgrenzen und diskutieren und wirst wahrscheinlich angefeindet werden und ja. So, er triggert mich eindeutig. Da ich neu bin, habe ich die Füße stillgehalten und mich weder an die Gleichstellungsbeauftragte noch an die Personalabteilung gewandt. Falls du da bleiben solltest, würde ich das unbedingt machen. Also sprich für dich. Entweder du direkt oder halt über diese Systeme, die es da gibt. So, ne? Rückblickend ärgert mich das. Ja, das kenne ich so gut, dass mich immer ärgert, warum hat man irgendwas nicht vorher verstanden, vorher gemacht. Lass es. Das ist dein Weg. Und wenn du dich über dich ärgerst, das ist auch nicht so eine Selbstliebe. Ne? Du gehst halt den Weg, den du gehst, in deinem Tempo und das ist total in Ordnung. Stattdessen habe ich es unter vier Augen einem anderen Kollegen erzählt. Dieser fand es eher amüsant. Sehr richtiges Wespennest geraten, toxisches Nest. Auch meine Ärztin, die ich davon erzählt habe, meinte, ich solle durchhalten, um irgendwann eine Therapie finanzieren zu können. Ist das denn nicht in Deutschland hier? Ich weiß nicht, es ja keine Krankenkassen gibt, die das machen, keine Ahnung. Und mir zur Abwehr einen Pseudo-Verlobungsring an den Finger stecken. Ja, das sind alles so gut gemeinte Ratschläge, aber wo du, glaube ich, ganz genau weißt, das ist es nicht. Ne? Mein Ding ist jetzt wirklich für mich einzustehen, ganz klar, glasklar, kristallklar und nicht irgendwie so ein Pseudokram zu machen. Also ich vermute mal, du denkst das Gleiche. Auch mein direkter Vorgesetzter überschreitet regelmäßig meine Grenzen. Oh Mann, ey. Es ist aber auch gerade so eine krasse Zeit, ey. Echt, das ist schon fast Comic, ey, wirklich. Und ist völlig distanzlos in manchen Situationen. Ich telefoniere, er hat ein Anliegen, er stellt sich dicht neben mich und schaut mir über die Schulter. Er ist komplett grenzüberschreitend. Was ich notiere. Ich weiß, dass es banal klingt. Nee, ist überhaupt nicht banal. Aber es macht mich wütend. Am liebsten hätte ich ihn getreten, so sehr triggert mich das. Ja, also wäre eigentlich die korrekte, gut, das wäre jetzt so eine 3D-Reaktion, aber eigentlich korrekte Energie, so, ne? Dafür ist ja Wut da, Abgrenzung. Aber jetzt musst du halt überlegen, was machst du damit? Was ist die intelligenteste Aktion für dich mit dem wenigsten Energieaufwand? Aber das musst letztlich du wissen. Also ich hätte auch sowas, ich würde denken, ey Leute, leck mich alle am Arsch. Will ich nicht, brauche ich nicht. Ich würde das vielleicht ein paar Mal versuchen zu thematisieren, was du ja auch gemacht hast. Wird vielleicht nochmal mit der Gleichstellungsbeauftragten reden, wird dann wahrscheinlich irgendwann merken, das ist alles ein kompletter Irrsinn hier und wird gehen. Das würde ich, glaube ich, machen, aber vielleicht machen die ja auch einen riesen Wind, aber dann bist du so die Neue, die da das ganze toxische System aufmischt. Also vielleicht ist es dein Weg, das musst du mal nicht reinhören. Aber ich würde nicht in irgendwas bleiben, wo ich immer wieder angefeindet werde und mir die Grenzen überschritten werden und ich immer wieder mich abgrenzen muss. So, ne? Als ich ihn kürzlich in ruhigem Tonfall, aber mit entsprechend ernsterer Miene darauf hingewiesen habe, er möge es unterlassen, reagierte er pikiert.
Ich bin Ihr Chef, so können Sie nicht mit mir reden. Er ist total toxisch. Ey, dann wird auf einmal, dann ist auf einmal der Chef, ne? Vorher ist, also er nutzt sozusagen seine, wirklich, wie ich finde, recht ekelhafte Weise, seine Position aus, um dich anzugraben, irgendwie, ne? Ekelhaft. Insgesamt ist es ein sicherer Job, aber voller toxischer, also ekelhaft meine ich jetzt nicht. Ich persönlich habe mir vorgenommen, nichts mehr zu bewerten, aber das ist halt das, was er gelernt hat, was er macht. Ist natürlich kein Mensch ekelhaft, aber dieses Verhalten ist schon irgendwie ekelig. Ja, so. Und für dich darfst du es auch so bewerten, auf jeden Fall, ne? Auch wenn er es einfach nicht besser weiß oder nicht kann oder was auch immer. So, insgesamt ist es ein sicherer Job, aber voller toxischer Menschen, die untereinander übereinander reden. Alles ist dort wie verseucht und alle beschweren sich. Ja, da bist du in so eine richtige Täter-Opfer-Matsche geraten. Ne? Das Aufgabengebiet ist für mich obendrein mager, da jeder neidisch über seine Projekte wacht. Außer den penetranten Kollegen arbeite ich kaum jemandem zu. Ich überlege, inwieweit das Universum mir eine Challenge gestellt hat. Ja, die ich nun durchzukauen habe, indem ich mich inmitten von Gülle zu wunderschönen Rose erblühe. Ja, du kannst auch so zu, oder du bist ja schon eine wunderschöne Rose, also du kannst auch weiter erblühen außerhalb von Gülle. Du kannst auch sagen, Gülle will ich nicht mehr, check ich aus. Ne? Oder sollte ich endlich in die Selbstelternschaft übergehen und das tun, was nie jemand getan hat, mich selbst und mein verlassenes inneres Kind beschützen? Ole, 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 ole. Ja, genau. Mir ist klar, dass ich das letztlich nur allein entscheiden kann. Gleichzeitig sehe ich mein Leben als Trainingslager, seitdem ich deine Kurse aufgenommen habe. Sehr gut. Es geht um Charakterbildung, es geht um Profilierung und darum, für mich selbst der Fels in der Brandung zu sein, den ich niemals hatte. Das heißt aber nicht, dass du da bleiben sollst oder musst. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dein Bauchgefühl sagt dir, du sollst da nicht bleiben, aber ich weiß es nicht, musst du gucken, ne? Führt der Weg dahin also kriechend durch den Dreck oder fliege ich mit der Luftwaffe drüber hinweg? Großartig. Ich würde ja sagen, mit der Luftwaffe drüber hinweg, aber ohne Waffen. Also ich finde das wirklich ein ganz spannendes Bild, weil ich würde jetzt sagen, aus meiner Sicht heute würde ich sagen, nee, kriechend durch den Dreck, habe ich einfach keine Lust zu. Ich habe einfach keine Lust, den ganzen Maschendrahtdingern da auszuweichen und mich da durchzuwühlen. Und für manche mag das richtig sein oder vielleicht ist auch so dieses, was du aus deiner Kindheit kennst, weil das ist für mich das auch so ein Bild von deinem inneren Kind, ne? Kriechend durch den Dreck. Als Kind konntest du ja nur kriechen und es gab eine Menge Dreck und das ist wieder dieses Thema, soll ich den Kampf kämpfen oder aufgeben? Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht mit dem Übergang von Schama ja 3D in Richtung 5D, für wen das interessiert, Spiritualität, geht es darum, den Kampf, einfach zu sagen, ich kämpfe nicht mehr mit, weil auch Kämpfen ist Täter-Opfer, ne? Es war letztlich für dich natürlich gesünder zu kämpfen, als Opfer zu sein, aber ich würde einfach sagen, ich schmeiß es hin, ich schmeiß die Waffen hin und ich sperre mal nicht mehr mit, so, ne? Und deswegen, ja, würde ich sagen, mit der Luftwaffe drüber hinweg, aber ohne Bewaffnung, also du fliegst einfach drüber hinweg und fliegst weg zu was anderem, was besser ist, und ich finde das ein schönes Bild mit dieser Luftwaffe, weil auch in so einem Kampfflugzeug zu fliegen ist ja nicht leicht. Also das ist nicht leicht, darüber hinwegzufliegen, weil da wirst du ein paar enge Kurven fliegen müssen mit viel, diese 9G-Belastung in so einer Kurve in so einem Kampfflugzeug, ne, wo dich die Fliehkraft da in den Sitz drückt und du musst total wach sein, du musst gute Entscheidungen treffen, du musst ganz klar navigieren, dein Flugzeug. Insofern ist das ein großartiges Bild. Also ja, mit der Luftwaffe drüber hinweg, aber es ist auch entsprechend schwierig. Und vielleicht denkt man manchmal, der Weg kriechen durch den Dreck ist einfacher, weil da gibt es sich ja nur immer nur, wie gesagt, immer nur, da kommt der nächste Maschendrahtzaun, den nächsten Maschendrahtzaun, aber es ist halt Dreck und du kriechst. Und das willst du, glaube ich, nicht mehr. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.